Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Space Engineers mit dem guten Mycroy. Hallöchen, einen schönen guten Tag. Ich war fleißig am Wochenende und das Resultat ist das da. Das ist zugegeben, das ist jetzt, also es ist wirklich handgeknüppelt, aber ich habe mich sehr stark an einem anderen Blueprint orientiert. Ich habe es ein bisschen kleiner gebaut, aber es ist sehr stark daran orientiert und ich bedanke mich vielmals bei Tarantin für die großartige Beratung und of course bei Valeria. So. Schön. Ja, wie gefällt das? Bei MTS. Also ich habe mich irgendwie Samstag, die Sonntagmittag angesetzt, habe ein komplett eigenes Burschow gebaut über 2,5 Stunden, auch ein kleineres. Und dann habe ich, ja, was denn? Kurze Frage, eine kurze Frage habe ich nur. Ja. Ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen, schau mal, wo die Triebwerke hin zeigen. Ja. Funktioniert das? Ich weiß es nicht. Doch. Auch mit Triebwerkschaden? Die hing vorher oben dran. Oder habe ich im Kreativmodus keinen Triebwerkschaden? Ich habe es im Kreativmodus gebaut. Also eigentlich geht das. Wir können es ja mal ausprobieren, aber ich habe halt nur Angst. Ich wollte es nur gesagt haben, damit wir mal drauf achten. Nee, die sollten, also weil die wohl haarscharf an vorbeigehen, das sollte kein Problem sein. Okay. Ich habe sie eben von oben nach unten gebaut, weil ich obendrauf jetzt nochmal kleine Triebwerke ransetzen wollte. Ah, okay. Ich hatte so ein paar kleinere Probleme und ich hatte ja gesagt, ich wollte diesen rotierenden Motor. Da ist jetzt ja nichts von übrig geblieben irgendwie, ne? Mhm. Ich habe mir nämlich nochmal angeschaut, was ich da gesehen habe mit diesem rotierenden Motor. Und das war ein Blueprint für so einen Weltraumbohrer. Ah. Der hat dann mit automatischer Steuerung sind die einfach direkt durch Asteroiden durch. Und da hat er dann auch so einen rotierenden Motor vorne dran gehabt. Da bin ich langsam mit den vielen Mods Blueprints, die man mir vorgeschlagen hat, durcheinander gekommen. Und dann dachte ich mir, nee, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen oversized. Ja, aber ich muss dazu sagen, wir müssen ja auch fairerweise sagen, das Ding steht jetzt da einfach, ne? Ja. Wir haben uns am Anfang überlegt gehabt, wie machen wir es? Bauen wir das über einen Projektor zum Beispiel, könnte man ja durchaus auch tun. Jetzt war es ja am Anfang dieses Let's Plays so, dass wir oft Sachen aufgrund von Serverfehlern verloren haben. Ach, ich habe keine Stahlplatten mehr. Okay, ja, alles klar. Ja, 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 haben wir. Genau. Und dadurch haben wir natürlich auch einen gewissen Nachteil. Oh, oh. Was ist das? Shit, well, Meteor. Oh, die kommen scheiße. Oh, die kommen von oben. Das wollte ich gerade noch sagen. Well. No Fuel, scheiße, ich komme hier nicht weg. Ey, mach's nicht kaputt. Ja, mach nix. Nee, die schauen gut aus, Die kommen zwar nah runter, aber die kommen nicht auf uns direkt. Ja, meine Lieben. Genau zu diesem Thema wollte ich auch noch was sagen. Also, es gibt jetzt auch Meteoritenstürme. Diese Stürme treffen unregelmäßig ein und können uns echt Autsch machen. Ja, wenn wir nicht aufpassen, können die Base auch treffen. Und dann schauen wir richtig in die Röhre. Das heißt, wir müssen jetzt an dem Projekt, wir bauen unseren Heli-Carrier und wir bauen weiß der Geier, was nicht alles, müssen wir jetzt momentan ein bisschen überlegen, wie wir es machen. Denn die Dinger sind nämlich mega heftig und auch gemein. So, und da müssen wir halt aus. Jetzt gucken. Da müssen wir halt jetzt gucken, lieber Val, ne? Wir haben ja zum Glück hier schon mal ein Conveyor-System gebaut. Das läuft ja hier an der Base entlang, läuft jetzt hier hinten raus. Und da würde ich jetzt ganz gerne noch weitergehen an der Stelle. Ja. Um unsere Base, wie soll ich sagen, liebenswerter zu machen. Ja? Ja. Man muss auch mit Liebe arbeiten an vielen Sachen. Wo bist du denn jetzt? Oben drauf wieder? Ich bin gerade unter der Base, also unter den Solarkollektoren hinten raus. Ich baue nämlich jetzt den ersten Verteidigungsring. Ja, Ring, Ring, Ring. Wo denn unter den Solar? Ach, da schwebst du. Ich muss erstmal ein Foto von meinem Schiff machen. Ja, mach du. Das ist ja auch, wie gesagt, das, so. Man muss dazu sagen, meine Lieben, so dieses Schiff rettet Leben. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir werden Uran gleich erstmal. Ja, wir werden ja unfassbare Mengen an Uran auch brauchen und Also rein für allen Betrieb hier. Ja. Und deswegen ist das einfach, das wird einfach immer wichtiger auch für uns.
Ich kann mal versuchen, nochmal den Original-Blueprint zu verlinken, irgendwie, wenn ich dran denke. Ich hoffe. Ansonsten gibt es das Ding auch als Blueprint, schimpft sich Maulwurf. Und also es ist wirklich handgebaut. Ich habe mich an dem einen oder anderen insofern orientiert, als dass ich mir zwei Originalmodelle davon hingestellt habe und habe die dann mit einem Trennschweiß, mit Trennschleife auseinandergenommen, um zu gucken, wie das da drin funktioniert. Aber das ist, ja klar, wäre es kreativer gewesen, das komplett alleine zu bauen, aber hey, ich habe schon eine Menge dadurch gelernt, dass ich es per Hand nachgebaut habe. Das finde ich immer noch besser als, wie gesagt, ich habe einmal 2 Stunden an meinem eigenen Schiff gesessen und dann nochmal 2,5 Stunden an dem. Also ich habe am Sonntag quasi nichts anderes gemacht, sage ich mal. Aber das sind so Zeit, die wir uns jetzt aber auch in den Aufnahmen sparen, weil ja, na klar. Bohrer bauen haben wir jetzt so genug gesehen erstmal. Jetzt bauen wir irgendwas anderes demnächst. Ich greife ja mal ein bisschen Uran hier ab. Es wird ja demnächst ja auch irgendwann mal zumindest gen Weltraum uns zumindest orientierungsmäßig weiterentwickeln. Yay. Da müssen wir ja auch noch hin, aber dafür brauchen wir halt ein bisschen Zeug. Wobei ich persönlich würde ja auch oder wäre ja auch gerne mal von der Idee her, würde ich mir das auch gerne überlegen, ob wir uns da unsere Ressourcen einfach nicht aufteilen wollen. Inwiefern? Naja, dass zum Beispiel der gute Val Richtung All so, sich orientiert, ja, okay. Wäre eine Idee. Und ich würde jetzt dann quasi so den Homespot bauen oder solche ja, Geschichten. Ja, okay, können wir machen. Weil das Weltall, ne, das ist ja auch, man kann sich ja gegenseitig dann auch in den Bauprojekten und so weiter besuchen. Das ist ja, wäre ja auch so eine Möglichkeit noch. Was ich auch total cool finde, wenn du dann so Richtung All hochfliegst, ja, und dann so, hey, Ben! Bevor wir was im All bauen können, müssen wir erstmal haben, was haben, um da hochzukommen. Genau. Du sag mal, ich glaube, wir haben gar kein Uran mehr. Also wir haben noch. Wir haben nicht viel. Uran-Narren, nee. Aber wir haben kein Uran-Erz mehr, ne? Nee, das ist ja auch mittlerweile durchgelaufen, glaube ich. Also ich habe mir erstmal 10 Kilo mitgenommen. Ich weiß nicht, wie lange ich damit hinkomme mit dem Schiff. Ich kann es dir am besten wenig sagen. Ich habe keine Ahnung, ob 10 Kilo viel ist. Aber wir haben jetzt auch nur 80 Kilo in der Basis. Kommt natürlich auf das Schiff an, ne? Also wie viel da durchjuckelt. Ja, ja. Also das kommt halt immer drauf an, ne? Kreativmodus war halt unendlich da. Ne? Ja, naja. Ich werfe die 10 mal ins Cockpit und dann gucken wir mal. Was war das? Ein Motor, glaube ich, war das, was mir noch gefehlt hat. Ja. So, 10 Uran liegen im Cockpit. Sollte jetzt eigentlich verteilt werden auf die. Wie viele kleine Reaktoren habe ich da drin? Reaktorkern, Blöcke, Terminal anzeigen. 12 Reaktor klein. Moment. Ich kann es gar nicht genau sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Reaktoren, 15, 16, 16 Reaktoren, glaube ich. Wahrscheinlich brauche ich nicht alle, aber naja. Reaktoren speichern. Oh, 10 gestoßen. Eieiei, da ist weh. So, hat er die jetzt schon sortiert? Inventar? Nee, momentan liegen noch alle im Cockpit. Warum eigentlich? Die müssten eigentlich, sollten die in die... Ist das Cockpit angeschlossen? Ja. Eigentlich okay. Ist das an allen angeschlossen hier. Yes. Ich pack's mal in den... Nee, wieso ist denn das Cockpit nicht angeschlossen? Wenn ich's per Drag and Drop vom Cockpit nicht rüber... was kann ich sein? Das ist alles im Cockpit angeschlossen. Mhm. Ich weiß es nicht. Ja. Das ganze Förderbandsystem hängt am Cockpit dran mit irgendwie so. Finde ich komisch. Aber er verteilt das gerade nicht. Gut, dann nicht. Dann mache ich das über den Verbinder oben. Soll mir auch egal sein. Komm her. Muss ich vielleicht irgendwas abschalten, einschalten, ausschalten? Nee, oder? Nee, oder legst du mal direkt in einen Cargo-Container rein. Wäre ja auch mal so eine Idee. Da komme ich nicht ran an den Cargo-Container. Ach so, der ist verbaut, ne? Mhm. Soll ich mal schauen?
Ich komme von dem Verbinder auch nicht an den mittleren Frachtcontainer. Das hängt aber alles zusammen. Also der Verbinder sitzt direkt auf dem Frachtcontainer drauf, ne? Oben. Mhm. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Habe ich irgendwas abgeschaltet in dem Links hier irgendwie so? Mittlerer Frachtcontainer. Verbinder 2. Block umschalten. Kapiere ich nicht. Also der sitzt direkt auf dem mittleren Frachtcontainer drauf, der Verbinder. Das kann eigentlich irgendwie nicht so richtig sein, dass das nicht geht. Ich baue den nochmal ab hier. Ja, ansonsten guck mal, weil sonst machen wir die nächsten zwei Folgen nichts anderes, als hier rumzulungern. Ich schmeiße mal den Frachtcontainer irgendwie. Wäre doch auch schön, weil ich wollte schon immer mit dir rumlungern. Nee, das ist ja lächerlich. Das ist alles, das geht alles einmal durch den Frachtcontainer durch. Warum verteilt ihr das nicht in die Reaktoren? Macht er nicht. Ich komme mal. Also das ist ein komplett geschlossenes System. Das gesamte Schiff ist ein geschlossenes System. Es hängt alles aneinander. Ein Sprit, okay. Ja, aber es hängt eigentlich alles zusammen. Aber ich kann nichts von irgendwo nach irgendwo ziehen, wenn ich da im Inventar bin. Ach, warte, weil die Förderleitungen aus sind. Wie, die können aus sein, sag mal. Die sind ja aus, out of Strom. Jetzt pass auf, Val. Idee. Ich mach den Deal. Wir bauen jetzt eine Batterie an dein Schiff dran. Von außen, der hat eine kleine Restladung und damit sollte er das in den Reaktor ziehen. Damit kriegst du alle, ach, die Reaktoren, du meinst, alle betrieben. Das Problem taucht auf, weil es einmal leer gelaufen ist. War ja nie was genau, drin, nee, da, weil ich einen Kreativmodus gebaut habe. Und du hast keine Möglichkeit direkt in den Reaktor. Du könntest jetzt auch irgendwo einen Reaktor mit dem Kopf nach unten rauf bauen, damit du hinten drauf zugreifen kannst. Stopfst da eine Uranstange rein und dann läuft das ganze Ding an. Ja, das mache ich. Das ist besser, als eine komplette Batterie in den Müll zu schmeißen irgendwo so. Okay, dann wir würden ja bau die komplette irgendwo. Ja. Bau die irgendwo dran und dann helfe ich dir beim Runchweisen. Aber ich denke mal, wir brauchen Reaktorkomponente, ich hole mal schnell welche. Aber Sekunde, so ein Reaktor ist ja, der hat ja nur, der hat ja auch nur einen Verbinder. Du brauchst, der muss irgendwo an dem Ding dran sein. Das geht nur darum, initial die ganzen Verbinder zu starten und dann fördert er automatisch das Uran, was da ist, in die... Ja, aber der funktioniert doch nicht, wenn ich den einfach irgendwo an Schiff hänge. Ich muss doch... Das Verbinder des Conveyor-Systems ist ja nur dafür da, um dann später wieder neue Uranstangen über den Verbinder der Basis zum Beispiel und was halt in den Raffinerien liegt, da wieder Uran nachzuführen. Ich habe nicht mal mehr Stahlplatten, weil ich alles weggepackt habe. Ich kann gar nichts bauen gerade. Ich bin gestorben. Oh. Also ich hab nicht ein Material, weil ich wollte ja losfliegen und habe natürlich alles weggepackt. Warte. So. Moment, Reaktor klein, komm einfach mal, vielleicht hast du, vielleicht... Ich hab gar nichts in der Hand irgendwie. Ich besorge nochmal Reaktorkomponenten, oder hast du welche besorgt? Habe ich schon dabei? Stahlplatten hole ich nochmal, dann 100. Ja, komm. Ja. Ich schweiß das Ding. So, und jetzt lasse ich es dir mal hier unten hängen und du packst da mal eine Uranstange oder sowas aus dem 10er-Stack, den du hast, rein. Nee, der 10er-Stack, da kommen wir jetzt nicht mehr ran. Die sind im Schiff und da kommst du nicht mehr ran. Eine Uranstange nehme ich jetzt nochmal hier mit. Genau. Ich bin so gespannt. So, schmeiß es rein, Bell. Wo hängt denn der Kleine? Da hinten, hier unten. Hä? Welcher da, von den fünf, die ich da sehe? Da, wo ich davor stehe, da steht Nuklearreaktor drüber. Direkt hier hinten. Da. Denk an dein Visier noch. Okay, dann hätte ich aber auch einen von den anderen Reaktoren nehmen können, die hier sind. Ja, aber du kommst ja nicht von unten dran. Ach da, den. Ach ja, jetzt sehe ich es. Okay, jetzt habe ich es gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, okay. Okay. So, und jetzt läuft die Kiste. Und jetzt zieht er von überall das Uran ran und oben gehen dann die ganzen Reaktoren alle auf grün. Passt. Also auch so, wie der jetzt angebaut ist, versorgt er das Schiff mit Strom. Okay, ja, das der überrascht muss nur mich. Der muss nur Kontakt haben zu irgendwas, was halt leitend ist. Ja, das kannst du jetzt dran lassen oder auch nicht. Der läuft jetzt halt irgendwann leer, weil er nicht mehr über das Conveyor-System versorgt werden kann. Allerdings hat sich bisher nur... Ach nee, okay, die haben sich alle Material gezogen. Okay, super. Okay da wäre ich nie drauf gekommen, dass das so ist. Komm mal mit. Ja. Zur Seite hier, warte. Ja. Ich habe unseren ersten Verteidigungsring
baue ich gerade. Ah, cool, das sind die Flakgeschütze da aus dem... Genau, und die schießen die Asteroiden ab. Ach, die schießen auch Asteroiden ab? Die schießen alles ab, was hier kommt. Theoretisch, wenn jetzt Hunde kommen würden, würden die auch auf die Hunde schießen. Kannst du bestimmt aber einstellen, dass sie nur in die Luft schießen oder sowas, denke ich mir, ne? Du kannst auch steuern. Oh, das muss ich nachher mal machen. Ja? Ich ich sehe es, wie du da drin sitzt und hektische Bewegung. Nee, kannst du vergessen. Ich gehe mal lieber weg hier. Nein, wir haben keine Munition. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ich muss jetzt ganz schnell Munition nachproduzieren, weil wenn Asteroiden kommen und das Ding ist leer, dann hilft das uns allen halt auch überhaupt nicht. Also ich kann jetzt mit den 10 Uran eine Stunde fliegen, sagt er. Zwei Stunden, wenn ich nur schwebe. Drei Stunden. Bohr mal irgendwas. Ja, Bohrer kostet einfach im Sturm immer noch 3 Stunden, wenn ich im Stand bohre. Okay, ja, das geht. Also wenn ich Vollgas nach vorne gebe, eine Stunde. Haben wir kein Eisen mehr? Ja. Das kann auch sein. Ich guck mal gerade, ob wir noch irgendwo Eisen rumfliegen haben. Also sonst würde ich jetzt, mich auf den Weg machen und erstmal Uran oder so. Scheiße, ich habe noch nichts produziert. Jetzt doch. Well, schnell raus zum Gatling-Geschütz. Ja, ich bin da. Oh, der kommt. Wer kommt? Wo? Da kommen die Rasterin. Oh, die treffen uns nicht. Also mich nicht, ich sitze ja in meinem Schiff. Nee, das hat nicht funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass die Asteroiden abschießen können, oder? Doch, die haben ja drauf geschossen. Die hat drauf geschossen. Der hat richtig drauf geschossen, war super. Wir haben eine NATO-Munition drin, wir haben bloß nicht viel Munition, das war das Problem. Verdammt, und die müssen sehr nah dran sein. Da hätte ich mal einen Screenshot von machen sollen, mit meinem Schiff und den Asteroiden. Ah, ich hab's verpasst, die Gelegenheit. Ah. So, willst du jetzt mitfliegen oder sonst fliege ich auch nochmal eben schnell alleine? Ich würde ganz gerne in dieser Folge nochmal versuchen, einen Bohransatz zu machen. Wir wollen ja auch nicht ewig auf die Folter spannen, ne? Ich bin dabei, Will. Ja. Ich habe nur noch ein bisschen Zeug weggelegt. Ein schickes Schiff. Mir gefällt das. Ich finde es auch herrlich. Hat jetzt keine Displays, aber... komm, Well. Hat es eine Antenne, damit wir es wiederfinden für den Fall? Ja, es hat eine Antenne, es hat eine Fernsteuerung, es hat eine Kamera nach hinten. Es hat... wo ist denn die Kamera? Okay. Eigentlich hat es so eine Kamera nach hinten. Habe ich hinten keine eingebaut? Fly with me. Kamera nach hinten habe ich anscheinend doch gerade nicht eingebaut. Irgendwie, mir war so, dass ich eigentlich eine eingebaut habe. Aber okay, gut, dann hole ich das mal nach. Wahrscheinlich war ich hinten so. Du bist ja schon da. Okay, alles klar. Hallo, Well. Go. Well. Ja. Was denn, okay, lieber Uran? Also Uran und Eisen finden wir ja beides da hinten am Berg. Auf geht's. Dann gehen wir da mal hin. Ja, ist zu 71% ausgelastet, die Reaktoren. Hm? Irgendwas kam da gerade geflogen. Nein, das bin ich und ich bin schon weg. Wie kam da was angeflogen? Was denn? Ja, da kam. Ich weiß es nicht, was es war. Wow, well, Vorsicht, da kommt was Schnelles. So, ja, Uran. Ganz so fix wie der andere ist er nicht, aber ich komme jetzt auch auf 100 Meter. Uran 2 habe ich hier oben montiert und theoretisch müsste direkt daneben hier Eisen sein. Wo fliegst du hin? Siehst du da Uran? Ich sehe hier links, in 3 Kilometern. Ja, Uran 2, genau. 3 Kilometer. Da bin ich, genau unter dir, gerade im Augenblick. Ja, du bist eben nach rechts gedriftet, deshalb. Ja, weil ich wieder versehentlich umschauen wollte. Boah, das schaut so cool aus. Apokalypse-Now-mäßig. Also ich muss sagen, ich habe mit dem Original versucht zu bohren. Ich habe mit dem noch nicht versucht zu bohren, aber es wird wohl auch funktionieren. Das wird doch lustig. Ich parke jetzt mal hier irgendwo. Eigentlich habe ich hier auch einen Erdsensor dran. Der sollte jetzt eigentlich sich mal langsam mal melden bei mir. Ja gut, ich bin noch 200 Meter hoch, ne? Da hat er noch keine Chance. Ich parke jetzt mal hier oben drauf, weil es ist, das will ich mir aus der Nähe angucken. Ja, du machst ihn an den coolen Screenshots hier. Ah ja, das muss sein. Weil wir brauchen ja Fotos. Fotos fürs Familienalbum. Ja, jetzt zeigt er mir Eisen, zeigt er mir an. Uran sehe ich noch gar nicht. Oh, ich kippe zur Seite. Ja. Ich habe gesehen. Hier ist Uran, Mel.
Ungefähr hier, auf der Höhe. Okay. Also hier ist auch Eisen, aber irgendwo habe ich hier Uran gefunden. Also es, da, wo ich die Markierung gesetzt habe, muss es irgendwo in der Nähe sein. Ja, genau, eben. Okay, ich bin so gespannt. Mal gucken, ich hoffe nicht, dass ich nochmal wieder zur Seite gebe. Das war unangenehm eben. Okay, fangen wir mal an. Mit Rechtsklick. Machen wir erstmal mal Licht an. Lichter ist an? Vorne, ja? Ja, vorne sind Lichter an. Da sehe ich zwei Kegel raus. Okay. Ja, Uranium, 93 Meter. Oh, das ist aber tief drin dann, du. Ach, rein das Ding, Mel. Schaut so geil aus. Der nimmt ganz schön Meter weg, du, links und rechts. Ja, der mit, ich eben bohr ja mit Rechtsklick, ne? Helmlampe an. Aber man sieht nicht wirklich viel, ne? Das ist aber, durch das Partikelsystem, so, ne? Also auch mit einer Kamera siehst du nicht mehr. Deshalb habe ich mir die vorne gespart. Ja, ja, ja. Moment, Licht ist aber vorne jetzt auch. Ah, jetzt habe ich vorne Licht. Alles klar. Ah, okay. Dann war das anderes Licht. Hä? Hast du da zwei mehr Scheinwerfer? Ja, an den Seiten habe ich Scheinwerfer noch. Okay. Also ich laufe mal mit dir in die Grube rein. Irgendwo habe ich an den Seiten Scheinwerfer. Von hier aus noch? 63. Boah, das geht aber ratzfatz, du. Ich sehe vielleicht ein bisschen mehr als du. Falls ich irgendwas sehe, dass sich die Farbe ändern sollte, sag ich Bescheid. Ja, aber das dauert auch 50 Meter. Du bist jetzt zu Fuß mit drin oder sitzt du hier? Ja, ja, ich lauf einfach hinter dir her. Das tut nicht weh. Du gräbst quasi so schräg rein, dass man das bequem zu Fuß rauflaufen kann. Praktisch, ne? Das ist so geil. Und das schaut auch noch mega cool aus. Wenn du theoretisch dir da unten dann so einen kleinen Schacht bohrst, kannst du sogar wenden und wieder hochfliegen. Ja, ja, das ist auch ein bisschen die Absicht dabei irgendwo. Verstehe. Das möchte ich mal probieren, weißt du, dass man auch mal ein bisschen vertikal gehen kann. Horizontal meine ich. Ja, ja, 20 Meter noch, gell? Mhm, ja. Der Erdscanner hängt ja genau vorne in der Mitte drin. Mhm. 12, 11. Oh, jetzt wird's langsam. Jetzt gucken wir mal. Okay, noch ein bisschen. Ja, noch ist da nichts, ne? Oh, jetzt ändert's, ne? Glaube ich. Ah, ja, jetzt kommt doch ran. Okay, dann. Oh, ich mach noch einmal mit Rechtsklick eben kurz. So, jetzt. Hast du da einen Auswurf dran? Ja, ne? Hab ich. Okay. Die müsste ich auch. Moment. G, ist das der Auswurf? Ja, ich schalte die nochmal aus erstmal. So. Okay, flubbert auf jeden Fall irgendwas. Das schaut aus, als wäre es schon Uran. Okay. Ja, ja, das muss Uran sein, ne? So, jetzt wird es natürlich enger mit dem Bohrer, ne? Okay, ja, na klar. Aber du kannst ja jetzt, du hast ja genug Platz, um ein bisschen nach links und rechts zu schauen. Also, das geht ja auch. Du musst ja dann quasi das, was du jetzt breit gebohrt hast, musst du jetzt manuell nachbohren, halt so ein bisschen links und rechts. Genau. Aber der Platz reicht theoretisch, dass du hier drin auch drehen kannst. Sollte eigentlich reichen, dass du das ganze Schiff drehen kannst hier in dem. Also ich nehme auf alle Fälle gut Gewicht auf gerade. Ich kann mal gucken. 47 Tonnen. Wow. Du hast 14.500 Uran schon drin. Ja, super. Top. 11.000 im Cockpit. Boah. Ja, ich hoffe, dass sich das verteilt in den mittleren Frachtcontainer, wenn das Cockpit oder sowas voll ist oder sowas, denke ich mir, ne? Ich kann das auch manuell verteilen. Ja, aber es müsste sich doch eigentlich auch automatisch verteilen, oder? Aber wahrscheinlich erst, wenn das vorne voll ist und der Verbinder, ne? Ich denke mal, der macht nach und nach voll, ja. Mhm. Da ist auch noch da ein Haufen Stein in den Auswürfen schon drin gelagert. Ja, den kann ich ja gleich mal anschmeißen, aber... Sag mal, Welt, das ist ja ein Riesenflöz hier, so wie das aussieht. Das sieht ziemlich groß aus, ja. Ja. Also du hast jetzt momentan 50.000 Uran roundabout schon zusammen. Ja, top. Ich glaube, das ist ziemlich viel für die paar Sekunden, die wir hier drin sind, ne? Also die Quote ist ja, dass von der Raffinerierung her bleibt der Uran nicht so ganz beständig wie jetzt Eisen zum Beispiel. Wenn du da 50.000 hast, das kriegt er relativ gut umgesetzt, aber Uran ist halt sehr, sehr selten. Oh, du eckst hinten an, Vorsicht, Will. Okay, alles klar. Schaut aber gut aus, hast nichts, sind alles noch beisammen. Boah. Ja, ich kann bis 2 bis 3 Stunden so bohren, das wäre nicht so das Problem.
Jetzt fehlt mir leider gerade aber echt die Kamera ein bisschen nach hinten. Schade, dass ich die vergessen habe. Okay, Vorsicht, du hängst oben ein bisschen fest. Ja, ich will mal versuchen, wie komme ich denn drunter mit S? Nee, mit C, ne? Ja, mit C. Ja. Genau. Oder die Nase einfach jetzt nach oben ziehen. Alles klar. Okay, so noch ein Schlückchen, dann hast du es und dann könntest du hier in dem Bereich schon fast wenden. Tatsache. Bisschen vorsichtig, ja, hinten wird's eng, aber ich sehe es. Hinten ist eng, du kommst aber hinten rum. Ja. Vorne geht's auch. Du kannst hier perfekt einmal durchwenden. Wow. Keine Ahnung, ich habe nichts gedrückt. Das hat er schon von alleine gemacht. Ich glaube, das ist einfach das Gewicht. Kann das sein? Könnte sein. Okay, dann komme ich. Ich laufe vor. Das ist geil. Das ist so cool, weil. Ich mag jetzt mal wieder in die Innenansicht. Oh, rückwärts raus wäre leichter gewesen, glaube ich. Vorwärts tut sich das Schiff gerade schwer. Ich kann auch nicht schneller fliegen, ne? Echt nicht? Nee. Ja, mach doch die Auswürfe an. Hau doch raus, das Zeug. Ja, mach ich gleich, wenn ich draußen bin. Ja, wobei das ja völlig wurscht ist, ne? Du kannst es ja auch da reinschmeißen, es verschwindet ja dann auch irgendwann. Aber dann wirst du halt immer leichter dadurch. Ja, mal gucken, ob die jetzt... Shit, jetzt bewege ich mich gar nicht mehr. Doch? Ah doch, kommst? Ja, es dauert nur unheimlich lange. Eigentlich habe ich den Auswurf angemacht, scheint gerade nicht zu funktionieren. Nämlich noch nicht getestet, die Auswürfe. Okay, nö. Kommt nichts raus. Hast du die von dem Verbindersystem, hast du die eingestellt? Dass die nur Stein durchlagen? Ja, eigentlich ja. Control. Wo habe ich denn die Auswurfblöcke in Terminal anzeigen? Auswurf. Ah, rauswerfen ist auf aus noch gestellt. Ah, okay. Warte mal, wo habe ich denn den Sorter? Ich habe zwei Sorter, muss ich drin haben. Wo kann das sein, dass der... Förderbandsortierer. Ja, doch, da ist eine Whitelist eingestellt. Ja, ja. Kannst du den Auswurf als Gruppe nochmal neu hinzufügen und dann auf Toggle sagen? Geh mal weg. Ich hab den als Gruppe in der Leiste. Zieh nochmal neu rein. Meinst. Achso, ja. Weil die sind auf Aus gerade gestellt. Also ich denke mal, du wirst auf Anschalten wollen. Auswurf, Block umschalten. Ach nee, rauswerfen an, aus meinst du? Rauswerfen an, genau. Ja, ich habe Block umschalten reingenommen. Das ja, dann schalte dann an und aus. Jetzt, wunderbar, da fliegt das Zeug. Mal gucken, ob die beide arbeiten oder ob nur einer arbeitet. Die arbeiten. Momentan arbeitet gar keiner mehr. Warum haben wir keinen Stein mehr? Doch, du musst genug drin haben. Da muss so viel drin sein. Im Cockpit habe ich ein bisschen Stein und im Verbinder habe ich Stein. Und im mittleren Frachtcontainer ist ein bisschen Stein. Auswurf? Aber es hat aufgehört. Ja, ich mach nochmal an. Landet wohl nicht in den Sortierern. Egal, das sind Detailprobleme. Muss ich mal gucken. Ja, die landen. Kann man den Block auch sagen, alles einsammeln aus an? Kurz. Nee, das kann man nicht. Aber was war. Das hat er mir auch immer geschrieben. Wofür ist denn das Einsammeln irgendwie so? Ach, warte mal, der ist auf Aus, der ist auf... Auswurf 5 habe ich jetzt mal geändert gerade. Ja, ich habe jetzt, hab jetzt alle 4 auf alles einsammeln gestellt. Ich muss bloß aufpassen, nicht, dass die Uran wegschmeißen, aber das sehen wir jetzt dann. Aber momentan lässt ja die Whitelist lässt es ja gar nicht zu. Also eigentlich das kann man eigentlich so laufen lassen. Nee, Steine sind alle raus. Boah, super. Dafür ist alles einsammeln gedacht. Jetzt habe ich es kapiert. Super. Okay, ja toll. Jo, cool. Ich würde sagen, das war eine sehr erfolgreiche Folge. Und ich bin beleidigt. Eine sehr lange und vor allen Dingen. Ja, 28 Minuten. Aber gut, wir wollten ja eben noch zu Ende bohren. Ha. Wir wollen ja auch was zeigen. Ne? Dann, okay. So, okay, gut. Dann, wir bitten noch mal Applaus. Was? Was denn? Oh. Ich habe gerade was verloren. Oh. Okay. Ein Triebwerk ist mir gerade weggezunden, weil ich ein bisschen schnell aufgeditscht bin, aber das mache ich dann in der Base sauber. Okay, gut. Machen wir das. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.